Bisher hat Graf Lahnstein nie eine Vollmacht erteilt. Er war immer persönlich da. Ein Fehler von ihm. Wir hätten uns schon viel früher kennenlernen können. Martin und Beatrice sind tot. Felix hat seinen Vater verloren. Und dafür wirst du jetzt bezahlen. Kein Problem, wenn der zahlt die OP. Mann, das ist ja klasse. Wenn es Probleme gibt, werden sie einfach mit Geld gelöst. Ich bin aber nicht käuflich. Da bin ich lieber blind. Nee, das stimmt doch nicht. Spaß dir, Nico. Ich weiß, wie du dir das vorgestellt hast. Du kommst einfach so daher, bezahlst die OP und danach ist die große Versöhnung angesagt. So läuft das aber nicht. Okay, klar habe ich gedacht, dass wir uns danach eventuell wieder besser verstehen. Ach nee, zuckersüß. Bitte, Anni, nimm das Angebot an. Die OP, die kann ja... Vergiss es, die Nummer ist echt das Letzte. Ich will einfach nicht mehr mit dir zu tun haben. Andi! Ich liebe dich doch. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Es geht um den Mord an Donald Rush. Was habe ich damit zu tun? Kannten Sie das Mordopfer? Nicht wirklich. Wir hatten eine flüchtige Begegnung, aber das ist schon länger her. Warum fragen Sie das? Wir haben einen anonymen Hinweis erhalten, dass Sie sich mit Donald Rush am Tag seines Todes getroffen haben. Wie bitte? Kommissar Jäger, da muss ein Missverständnis... Ich möchte Sie bitten, draußen zu warten, ja? Wo waren Sie am Mittwochvormittag, so gegen 11? Da hatte ich einen Termin, außerhalb. Gibt es dafür Beweise, Zeugen? Nein. Aber hier in meinem Organizer ist alles vermerkt. Können Sie gerne nachsehen. Bitte. Danke. Oh, interessant. Stimmt was nicht? Laut Ihrem Terminkalender hatten Sie zur Tatzeit ein Treffen mit Donald Rush. Wo ist denn die Pfeffermühle? Die stand doch immer hier. Ja, nicht mehr, seitdem Charlie Ordnung gemacht hat. Also wirklich unmöglich. Ja, solange sie nicht anfängt, unser Schlafzimmer umzudekorieren. Ja, wenn sie das tut, dann schmeiß ich sie eigenhändig raus. Ich bin wieder da. Hallo, Taffi. Charlie, Post für dich. Oh. Aha. Bei euch riecht es köstlich. Möchtest du mitessen? Vielleicht ein Messer da. Naja, wenn es keine Umstände macht. Aber nicht doch. Antworten auf meine Bewerbungen. Ich bin nicht angefragt bei zwei Galerien. Als Managerin. Aha. Roxanne. Naja, nicht so schlimm. Ich hab hier noch ein paar laufen. Sie kann ihm schon leid tun, ne? Hiermit müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir nach der Überziehung Ihres Dispo-Kredits und dem nicht erfolgten Geldeingang Ihre Konten seit heute gesperrt haben. Die Benutzung Ihrer EC-Karte ist nicht mehr möglich. Hier. Danke. Andi hat das ganz sicher nicht so gemeint. Doch, genau so hat er es gemeint. Ja, vielleicht hast du ihn einfach ein bisschen überrumpelt damit. Ah ja, klar, das erklärt natürlich alles. Er hatte einfach einen miesen Tag. Vielleicht sollte der morgen einfach... Du hältst dich am besten ganz daraus. Wer hat mir denn erzählt, dass Andi auf den Vorschlag voll abfährt?
Er will nichts mehr von mir. Es ist aus. Endgültig. Die Polizei hat also angebissen. Sehr schön. Es gibt ja nichts über anonyme Hinweise. Hm. Wenn die erstmal einen Hauptverdächtigen haben, dann... Lassen Sie nicht mehr so schnell locker, ja. Am Ende beweisen Sie wahrscheinlich sogar, dass er es tatsächlich war. Dabei ist mein lieber Schwager gänzlich unschuldig. Dieses eine Mal. Das Beste ist ja, dass Sylvia Jones, die ihm hätte ein Alibi verschaffen können, ihm das verweigert. Bei so etwas zu lügen? Tja, wer Wind sät, wird Sturm ernten. Weißt du was? Ich finde, wir sollten das angemessen feiern. Da hast du natürlich recht. Der tiefe Fall des Bernd von Beinbach. Das muss gefeiert werden. Aber nicht hier. Der Termin wurde manipuliert. Und warum haben Sie Ihren Organizer nicht durch ein Passwort geschützt? Das war doch bisher nicht nötig. Tja, dann hätte praktisch jeder daran rummanipulieren können. Oder keiner. Kein Mörder trägt einen Mord in einen Kalender ein. Herr von Beinbach-Lahnstein, wollen Sie ernsthaft behaupten, ein Geschäftsmann wie Sie steht stundenlang auf einer einsamen Landstraße wegen einer Autopanne? Ohne Handy, ohne Zeug. Ja, aber es war so. Was wollen Sie denn noch hören? Es tut mir leid, aber es sieht wirklich nicht gut für Sie aus. Was denn noch? Mein Mitarbeiter hat eben mit dem Büro von Mr. Rush in Singapur telefoniert. Ja, und? Seine Sekretärin hat bestätigt, dass Donald Rush am Tage seines Todes ein Treffen mit einem Angestellten der Lahnstein Holding hatte. 23 Euro und 22 Cent. Es ist serviert. Ja, ich komme. Oh, das sieht gut aus. Charlie. Lass dich nicht unterkriegen durch die Absagen. Weitermachen, nicht aufgeben. Irgendwann klappt's. Du warst mal eine angesehene Galeristin. Ja. Mal, vielleicht ist das ja was für dich. Das Lahnstein-Auktionshaus sucht einen Kunstexperten. Elisabeth, das ist meine Rettung. Carla, ich habe die Polizei nicht angerufen. Ich habe dir versprochen, ich informiere dich, wenn ich etwas unternehme. Auch wenn einiges gegen Bernd spricht. Solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, ist er für mich unschuldig. Ja, tut mir leid. Ich bin eben etwas angespannt wegen der ganzen Sache. Ja, nicht nur du, Carla. Dennoch werde ich alles unternehmen, dass der Mord an Rush aufgeklärt wird. Und da kann ich keine Rücksichten nehmen auf verwandtschaftliche Verhältnisse, welcher Art auch immer. Natürlich. Was will denn die Polizei schon wieder hier? Kommissar Jäger wollte noch einmal mit Bernd sprechen wegen des Mordes an Rush. Alles in Ordnung? Zumindest muss ich nicht in Untersuchungshaft. Nein, aber ich muss Sie bitten, die Stadt nicht zu verlassen, bis die Ermittlungen abgeschlossen sind. Natürlich. Darf ich mal hin? Idiot! Sag mal, ist ja nicht klar, was du da eben abgezogen hast? Ich hab mir die Cola genommen. Lass den Scheiß, du weißt genau, was ich meine. Weiß ich nicht. Nico wollte dir bloß helfen, du lässt sie eiskalt abblitzen. Nico wollte mir helfen? Sie wollte mich kaufen? Schwachsinn. Du hast doch nur Schiss zuzugeben, dass dir noch was an ihr liegt. Das ist Schwachsinn. Dein falscher Stolz ist sowas von bescheuert. Warum nimmst du ihr Angebot nicht an? Es geht hier um deine Gesundheit. Falsch. Nico glaubt, mit Geld kann man alles wieder gut machen. Aber ich will ihre Kohle nicht. Genauso wenig wie ihr beschissenes Mitleid. Ich glaube, du verwechselst hier was. Nico fühlt mit dir und leidet mit dir. Das ist kein Mitleid. Sowas nennt man Liebe. Und jetzt leidet sie, weil du sie scheiße und ungerecht behandelst. Du hast echt gar nichts kapiert. Kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten. Du bist so ein Blödmann, echt. Ansgar sagt die Wahrheit. Hast du Bernd bei der Polizei diskreditiert? Nein, das habe ich nicht. Warum sollte ich auch? Ja, was hätte ich denn davon, wenn Bernd angeklagt wird? Du konntest ihn noch nie leiden. Von Anfang an hast du versucht, ihn fertig zu machen. Ja, genau. So viel Aufwand, um meinen Schwager hinter Gitter zu bringen. Entschuldige mal, aber dafür ist mir meine Zeit zu schade.
Wenn du der Polizei den Tipp gegeben hast, wirst du mich kennenlernen. Ansgar, ich werde keine Sekunde zögern und dich ans Messer liefern, wenn du in den Mord verwickelt bist. Ja, ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum sie mir sowas unterstellt. Weil du dann nicht mehr der Hauptverdächtige wärst, sondern Bernd. Was denn, traust du mir das wirklich zu? Alles, was ich weiß, ist, dass du auch kein Alibi hast. Carla von Lahnstein. Gräfin Lahnstein? Charlie Schneider, guten Tag. Frau Schneider, was kann ich für Sie tun? Es geht um die Annonce, aber vielleicht rufe ich besser später nochmal an? Nein, nein. Lassen Sie uns das am besten persönlich besprechen. Passt es Ihnen heute noch? Ja, natürlich, sehr gerne. Dann kommen Sie bitte zu mir in die Holding und bringen Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit. Mach ich. Gut, bis dann. Wiederhören. Auf Wiederhören. Ich habe ein Bewerbungsgespräch. Und? Stehen die Chancen gut? Das denke ich schon. Immerhin, Cecile arbeitet auch im Auktionshaus. Das ist ein gutes Omen. Außerdem, die Gräfin kennt und schätzt mich, sonst hätte sie mich wohl kaum zu ihrer Hochzeit eingeladen. Es ist auch ein gutes Zeichen, dass sie mir so schnell einen Termin gegeben hat. Das wird klappen. Schön, Sie wiederzusehen. Ja, Ihre Tochter hat mich gebeten, die Verteidigung ihres Mannes zu übernehmen. Sie kennen den Weg? Ja, natürlich. Nico, wie war's mit Andi? Nimmt er unser Angebot an? Er glaubt, ich will mir unsere Versöhnung erkaufen. Wie bitte? Soll ich mit ihm sprechen? Nein, er hat mich total angeblafft und gesagt, dass er nichts mehr mit mir zu tun haben will. Das hat er gesagt? Du, das nehme ich ihm nicht ab. Ich aber. Nein, das ihn sehen soll. Nico, du, das wird schon wieder. Du, man sagt so viel im Streit. Nein, es ist aus. Da bin ich mir sicher. Du willst doch nicht wirklich fliehen. Doch, genau das. Abhauen. Ja, habe ich eine Wahl? Ja. Wie wär's mit hierbleiben und kämpfen? Deine Unschuld beweisen. Kämpfen gegen die Lahnsteins. Wenn ihr jemanden schuldig gesprochen habt, dann hilft doch kein Kämpfen mehr. Das solltest du doch wohl am besten wissen. Bernd, wenn du jetzt fliehst, dann ist das quasi ein Schuldeingeständnis. Ja. Hallo zusammen. Lars, danke, dass du so schnell kommen konntest. Kein Problem. Dad, wie lief es? Verhaftet worden bin ich jedenfalls nicht, wie du siehst. Er will untertauchen. Du musst ihn unbedingt zur Vernunft bringen. Wir reden später, okay? Ich muss noch mal zu einem Termin in die Holding. Und du, Bernd, tu nichts Unüberlegtes, ja? Was meinst du damit? Noch nichts. Nach dem, was du mir am Telefon erzählt hast, sind die Beschuldigungen gegen dich wackelig und die Indizien mehr als fragwürdig. Dann würde er noch nicht mal Anklage gegen meinen Dad erhoben werden. Kein Richter der Welt würde dich aufgrund von irgendwelchen Behauptungen oder einem manipulierten Organizer verurteilen. Wir kriegen dich da schon wieder raus, keine Panik. Du hörst das, alles wird gut. So, meine Unterlagen habe ich. Ja, dann viel Erfolg. Danke, bis später. Ja. Hm. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Ich habe ein komisches Gefühl. Ich auch. Aber ein bisschen Glück hätte sie schon verdient. Nein. Was ist? Charlies Pleite. Ihre Bank hat all ihre Konten gesperrt. Das erklärt ja einiges. Warum hat sie uns nichts gesagt? Sie schämt sich. Sie hat ihr Leben lang hart gearbeitet und steht plötzlich vor dem Nichts. Ich kenne das nur zu gut. Und es ist überhaupt nicht sicher, ob uns nicht auch das Gleiche passiert. Also ich hoffe, dass es nie so weit kommt. Naja, bis jetzt scheint ja beim Kongresszentrum alles normal zu verlaufen, aber trotz des Todes von Rush.
Hoffen wir, sie bekommt den Job. Ja. Ich verstehe diesen Kommissar einfach nicht. Jetzt reg dich nicht auf, die Beamten tun ihre Pflicht. Ach, weißt du, wenn man die Polizei mal braucht, dann ist sie nicht da. Wofür zahle ich überhaupt noch Steuern? Das aus dem Mund eines Mannes, der gerade im großen Stil Schwarzgeld verschoben hat, klingt das nicht gerade überzeugend. Komm, komm, nerv mich nicht mit solchen Details, ja? Ich zahle trotzdem noch genug. Wichtiger ist doch die Frage, wieso hat der Kommissar Beinbach nicht gleich in Untersuchungshaft genommen? Reg dich nicht auf, Beinbach ist so gut wie erledigt. Tanja, das sagst du jedes Mal, ich möchte langsam mal Ergebnisse sehen. Es läuft alles nach Plan. Ach ja? Und was ist, wenn Beinbach versucht, sich abzusetzen? Ist für die Polizei alles klar. Ist ja ein schwacher Trost. Wer weiß, was der Typ noch für Verbindungen aus seiner Zeit in Brasilien hat. Beinbach kann sich verstecken, wo er will. Du hast genug Geld, um ihn überall aufzuspüren. Tanja, das ist mir alles viel zu unsicher. Ich will, dass Beinbach in den Knast geht. Und zwar sofort. Und wie möchtest du das anstellen? Ganz einfach. Ich werde der Polizei den Beweis dafür zukommen lassen, dass er hinter der Entführung von Carla und Vanessa steht. Das Tape ist viel zu wertvoll, um es leichtfertig aus der Hand zu geben. Ach, wofür denn noch warten? Tanja, der Schwarzgelddeal ist ohnehin geplatzt. Wir brauchen Beinbach nicht mehr. Du brauchst einen Täter für den Mord an Rush. Diese Entführung ist eine ganz andere Baustelle, Ansgar. Wenn die Polizei dieses Band hört, geht Beinbach sofort in den Knast. Und als kleiner Nebeneffekt erfahren mein Vater und Carla endlich, was für ein mieses Schwein er ist. Für deinen Vater seid ihr beide die Hauptverdächtigen. Und? Na, wenn der eine Hauptverdächtige nun versucht, den anderen in den Knast zu bringen, ist ein bisschen auffällig, oder? Ich gebe zu, das ist ein Argument. Ganz einfach. Mein Vater braucht ja nie erfahren, wie die Polizei in den Besitz dieses Bandes gekommen ist. Kaltblütig hast du mir besser gefallen als emotional. Ich bin ganz ruhig, glaub mir. Und noch viel ruhiger werde ich sein, wenn Beinbach seinen Lebensabend hinter Gittern verbringt. Oder traust du mir so eine kleine anonyme Sendung etwa nicht zu? Ich finde, das Risiko ist zu groß. Aber bitte, du musst wissen, was du tust. Andi, das nervt. Es zwingt dich doch niemand ausgerechnet hier zu lernen. Dann mach doch wenigstens ein bisschen leiser nur. Recht so, der Herr. Andi! Kannst du nicht in deinem Zimmer weiterleiden? Denn Selbstmitleid ist echt nicht auszuhalten. Ja, und nimm direkt den Fernseher mit. Ihr nervt. Du nervst. Eure Probleme will ich mal haben. Die Qualität dieser zweiten Halbzeit hat Fußball erreicht, weit in der ersten standhalten können. Wer geht deinen Frust lieber anders ab? Offensichtlich. Wir können nichts für deinen Stress. Aber verdenken kann man es natürlich. Versuch's doch mal mit Musik. Wetten kannst du doch. Hier. Worüber soll ich denn wetten? Konstant und vielleicht über das, was dich zurzeit beschäftigt? Falls du Hilfe brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ja, ich brauche deine Hilfe. Kannst du mir was borgen? Ich frag, worüber soll ich rappen? Du sagst, rappe über deine Sorgen. Check meine Story. Robin und Co. sagen, Andy, don't worry. Würde gern zu Nico gehen und sagen, I'm sorry. Neben Malern hatte ich auch Bildhauer und Fotografen im Programm. Die gesamte moderne Kunstszene. Frau Schneider, haben Sie eigentlich ein abgeschlossenes Studium? Ich kann in Ihren Unterlagen dazu gar nichts finden. Nein, aber in der Branche finde ich das auch nicht so wesentlich. Denn neben dem Kunstverstand, den man sich erwirbt, geht es ja vor allen Dingen auch um die Kunst des Verhandelns. Tut mir leid. Aber ein abgeschlossenes Studium ist Voraussetzung für den Job. Aber ich habe jahrelange Erfahrung in der Kunstbranche. Das bezweifle ich auch nicht. Nur ändert das nichts an der Tatsache, dass wir einen Sachverständigen für antike Kunst suchen. Mit einer abgeschlossenen akademischen Ausbildung. Tut mir wirklich leid.
Sehen Sie vielleicht irgendeine andere Möglichkeit für mich? Es muss auch nicht im Auktionshaus sein. Ich kann gerne noch mal alle offenen Positionen durchschauen. Jetzt gleich? Jo. Ich kann nicht ganz kapieren, wollte ich nicht, verlieren schnell, hab ich gecheckt, mich hat's nachts aufgeweckt. Bin mir nicht ganz klar, weswegen ich hier rap. Sie hat misserzählt, du hast sie gedeckt. Jana hat Mist erzählt, du, Nico, hast sie gedeckt. Du, Nico. Werden Sie hier bitte unterschreiben. Schließlich muss alles seine Ordnung haben. Ja, ja, natürlich. Ja, und vielen Dank nochmal. Ich kann im Moment nicht bei Ihnen vorbeikommen. Graf Lahnstein, ich bitte Sie. Für gute Kunden wie Sie nur der beste Service. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ja, Ihnen auch. Ach, und grüßen Sie bitte Ihre reizende Assistentin von mir. Halbtags am Empfang, das ist alles. Ja, mehr kann ich leider nicht für Sie tun. Eigentlich sind es zwei Stellen, aber Herr Christ macht seinen Job wirklich gut. Ja, ich fürchte, das ist nichts für mich. Trotzdem danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Na, Charlie? Wie läuft's denn so? Danke, gut. Ich habe gehört, am Empfang wird eine Halbtagsstelle frei. Ist das nicht genau das Richtige für dich? Nein, kein Interesse. Nicht? Spätestens nach der nächsten Absage wirst du dann ja wohl annehmen. Du darfst mir dann übrigens persönlich den Kaffee bringen. Ich kann's kaum erwarten. Es folgt die Ouvertüre der Oper Entführung aus dem Serail. Das kann doch nicht wahr sein. Das wirst du mir büßen. So geht es weiter. Vergiss es. Ich bin nicht käuflich. Das hatte ich auch nie vor. Aber du willst das ja nicht kapieren. Ich kapiere eine ganze Menge. Was ziehen die eigentlich für eine Show ab? Sieht doch jeder, dass die beiden zusammengehören. Wie bitteschön hätte ich an so ein Band kommen sollen? Indem du dir Zugang zu meinem Bankschließfach verschaffst. Der Name Kolbe von unserer Hausbank, der sagt dir natürlich nichts. Nein, wer soll das sein?